Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu F1 2020. Und, Aktivitäten haben wir da alles schon, alles klar. Es geht in die Saisonpause und danach geht's nach Kanada. Nächster Kompi. Okay, wir sind im Mai. Gibt's dann Saisonpause? What? Na gut. Okay, abgenutzte Komponenten. Ja, habe ich, glaube ich, schon austauschen lassen. Oder lasse ich noch austauschen? MGU. Und Energiespeicher. Die zwei lasse ich immer auswechseln. Wird schon nix. So. Oder würde ich sagen? Go! Yippie! Gib wieder Kohle rein. Gib wieder unsere Millionen. Sponsoring. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Alles klar, gut. Besten Dank. Okay, Saisonpause. Da erstmal keine Rennen stattfinden werden, wird das Team HQ bis zum nächsten Rennwochenende vorübergehen. Wird das Team HQ, alles klar. Okay, das war eigentlich eine kurze Pause, aber egal. So. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte das Dingens da noch drehen. Das Auto. Okay. Aktivitäten. So. Automatisch auswählen. Achso, das. Wow. Das war alles, oder was? Sekunde. Nutze Zeit. So. Automatisch auswählen. Aber die habe ich alle schon. Schade. Gut, dann gehen wir noch eben auf den FE-Baum. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Ah, okay. Empfohlenes Upgrade. Energiespeicherzellen. Positionierung. Gewichtsumverteilung. Ja, alles klar. Dann nehmen wir das. Ausfallwahrscheinlichkeit 30%. Alles klar. Let's go. Abteilung ist ausgelassen. Ah, das wird noch entwickelt. Alles klar. Was für Heckflügelstacks? Stacks? Strikes. So, das ist auch noch in der Entwicklung. Da ist der Motor noch in der Entwicklung. Alles klar, gut. Die sind alle auch wieder gut gelaunt. Der Antrieb ist natürlich richtig gut gelaunt. Aktiv ist alles. Okay. Dann würde ich doch sagen, machen wir weiter. Bam. So, das sind jetzt ein paar Tage. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Denk daran, auf dem F&E-Bildschirm festzulegen, was neu entwickelt werden soll. Ja, toll. Okay, zur Reifenauswahl zum Rennwochen, oder? Ja. Sekunde. Kann ich... Oh, ich kann jetzt spielen ein bisschen. Ah, nee. Ah, okay, ich kann hier noch ein bisschen hin und her schalten. Gut. Zielfähigkeit, Triebwerk, da haben wir, glaube ich, noch gar nichts investiert. Herstellung. Bauzeit. Ressourcenpunkt Erzeugung.
Qualitätskontrolle. Wir gehen mal. Zack, quasi. 16. Juni da, alles klar. Dann investieren wir dort ein. Zündkerze. 0% Ausfallsrate. Das ist gut. Upgrade entwickeln. Gekauft. Okay. Entwicklung im Gang. Alles klar. Oh. Das ist gut ausgegangen. Das ist schön. Zu wenig Ressourcenpunkte. Okay. Dafür haben wir zu wenig Punkte. 400 haben wir nur noch. Oh, da sind wir weitergekommen. Ui. MGUK. Ah, alles klar. Das sind noch ein paar Sachen. Allgemeine Haltbarkeit. Gut. Abteilung ausgelastet. Rolldämpfer. Ui. Aber die sind da noch dran zu entwickeln. Alles klar. Ich hoffe, sie kriegen das alles hin. Oder würde ich sagen, ab zum Rennwochenende. Die Jungs kriegen das auch nicht hin, ey. Vor allem, ich habe die Teile bestellt. Gehe davon aus, ne? Teile sind da. Ja, die haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Hä? Wir sind fabrikneu. Wie kann man da nicht... Wie soll das funktionieren? Warum ist da dann irgendwas von wegen Qualitätssicherung? Ich weiß es doch auch nicht. Okay, so. Pass auf, jetzt machen wir hier aber ein paar Session-Optionen. kurz. 18 Minuten. Komplett. Einzelne Session ermittelt. Okay, dann machen wir hier nämlich nicht Blitz-Qualifying. In einer einzelnen Runde. Das ist Pupu. Ab wann wird's Mittel? Okay. Okay. Wir schalten mal auf 39. Mal gucken. Komplett Training. Okay. Änderungen bestätigen. Nee. Hallo. So, kurz. Änderung bestätigen. Gut. Nachrichten. Wochen in Vorschau. Oh. Reifen haben wir genug. Guten Morgen. Ich habe einen Überblick über den Grand Prix an diesem Wochenende ausgehängt. Wenn jemand Fragen hat, soll er sich bei mir melden. Alles klar. Das Wetter sieht gut aus. Gut. Wir haben keine Rivalitäten. 0 von 0, schade eigentlich. Oh Mann. Kohärente, ja, möchtest du die. Mit dieser Aktion gibt es keine Strafe. Oh, ich habe gesagt, ihr sollt das Ding holen. Nein. Weißt du? Oh, leichter Regen. Ach komm. Gucken wir mal, wie die Karre am Wegfliegen ist. So, und dann habe ich noch eben die Lüftung wieder hochgedreht. Könnte ich auch mal machen, mir die Temperaturen auf dem Stream Deck anzeigen lassen. Würde mich mal interessieren. Du Canada. Alles klar, Grand Prix Kanada. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Alles klar. Uiuiui. Session Info. Streckenakklimatisierung. Auf Inters.
Sekunden. Leichter Regen und feuchte Streckenbedingungen. Warum habe ich keine Regenreifen? Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Ja, ja, mache ich. Leichter Regen. Halleluja, wie soll ich denn das schaffen? Wow, siehst du, die Karre fliegt jetzt schon wieder weg. Flügel jetzt schon im Arsch. Oh Gott. Was soll denn das jetzt hingehen? Vergeicht. Ach komm, weil ich jetzt nicht schnell genug war, oder was? Du näherst dich der DRS-Zone. Behalte für den Aktivierungsbereich deine MFA im Auge. Mag ich. So, DRS ist drin. Das ist jetzt eine etwas kürzere Strecke, ne? Schalten das Differential mal richtig hoch. Gucken, wir haben ja Renngetriebe drin. Sollte uns die Kiste nicht so schnell wegfliegen. Bei Regenreifen dürfen wir anscheinend keine haben. Scheinst du noch ein paar Probleme zu haben. Kurve 1, Kurve 3, Kurve 4, Kurve 9, Kurve 14. Also alle. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Warum zum Geier? Sekunde. Warum habe ich da gerade... nee, Sekunde. So. Hauptsache, no. Okay. Yep. Das wird ja richtig Spaß machen. Ey, ich stehe auf der Bremse, das Ding bremst null. So, jetzt mal ein bisschen Konzentration. Wie soll ich denn da... Hallo? Wie soll ich denn da reinkommen?
in die Kurve. Hä? Wie zum Geier soll das wirklich sein? Alter, ich muss sie komplett runterbremsen oder was? Okay, Teamziele abgeschlossen. Das ist sehr schön. Hä? Ach, weil ich wahrscheinlich... die Kurven geschnitten habe. Nein! Sekunde. Shoot! Hä? Will der mich verarschen? Sau ich den? Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Na komm, weißt du was? Ich werde die Session neu starten. Hallo? Hä? Also, wir haben ein paar neue Teile für diese Session montiert. Hoffentlich erhöhen sie die Geschwindigkeit des Autos noch ein wenig. Ein paar. Hm. Schade, ich wünschte, ich hätte sehen können... Gehen wir auf den Maler. Und wow. Ah, das ist so ein Schmarrn, weißt du? Rot. Leute, die Strecke ist nass. Wie soll ich da denn vernünftig... Weißt du, wie soll ich da denn vernünftig... Geht doch. Oh Mann, ey. Okay, nächste Runde. Achso, jetzt habe ich die gelbe Flagge verursacht. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Also die Kiste rutscht mir nur hin und her. Ich gehe gleich mal in die Box. Und ziehe die Superweichen drauf. Mal gucken, ob es dann besser ist. Okay, Frage, muss ich hier schnell sein oder einfach nur durch die Kurven kommen? Scheinen wir noch etwas zu langsam zu sein. Kurve 2, Kurve 3, Kurve 4, Kurve 6, Kurve 7, Kurve 13, Kurve 14. Also auf fast alle.
Titanending. So, ab hier mache ich mal wieder neu. Zack. Nope, das kann ich nicht gutheißen. Ah komm, den kleinen Wempler, den nehme ich. Nein, den nehme ich nicht mit. Was sagen, nimm den noch mit. Das funktioniert doch jetzt. Nein, das funktioniert nicht. Nein. Also die üble Haarnadelkurve da, die ist richtig. Richtig gemein. So. Das ist doch nicht wahr. Wie soll ich das denn schaffen? Moment. Habe ich was versaut? Kacke. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. So, Sekunde. Nein, falsche Taste. Falsche Taste. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Box, zurück zur Garage. Wir starten das Programm mal mit anderen Reifen. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Gut, nicht verfügbar. Wir machen mal mit Weichen. Mal gucken, wie das funktioniert. So, ich drücke mal noch nichts. Misch machen wir auch wieder auf Magge. Damit wir nicht zu viel verbrauchen. In den folgenden Kurven haben wir noch Verbesserungsbedarf. Kurve 14. In Kurve 14, also die letzte. Nope. Ich bin Perfektionist, es tut mir leid. Ich muss viel früher einlenken.
So. Okay, wir machen ein paar lila Punkte, machen ein paar grüne Punkte, das ist sehr gut. Hey. Nein! Fuck, die habe ich nicht gesehen. Und los. Jetzt kommt die letzte Kurve, Kurve 14. Yes. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt, jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. So, das machen wir nicht. Hupala. Nein, ey. Das machen wir aber nicht. Wir gehen wieder in die Garage. Und dann gucken wir uns mal das Reifenmanagement an. Mittel. Na komm. Bam. Wir müssen sicher gehen, dass du deine Reifen im Laufe einer Runde richtig verwaltest. Also versuch die Abnutzung in den Kurven gering zu halten. Sei vor allem beim Beschleunigen am Kurvenausgang besonders vorsichtig. Boah, läuft nicht. Schunkel. Nein! Scheiße gedreht. Oh ja, ich muss ja auch noch. Okay, ich habe 3 Runden Zeit. Pust. Okay. Das Tempo passt, aber die Reifen wurden in dieser Runde stärker abgenutzt als erwartet. Oh! Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Shit. Habe ich gar nicht geguckt, ich wollte ein paar Einstellungen machen. Hoppala. Machen wir auf Standard. Okay. Danke. Drei Sekunden jetzt. Ich könnte gerade ins Mikro beißen.
So, jetzt muss ich nur noch Tempo hinkriegen. Oh nein, das kriege ich nicht mehr hin, das kriege ich nicht mehr hin. Oh Gott, das geht nicht. Letzte Runde, das ist die letzte Runde des Programms. Ey, wie soll das funktionieren? Ich fahre hier bei Regen. Ich glaube, ich mache am nächsten Tag bei der Elf. Schneller hin. Ja. Bleib so. Yes! Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die... Mach ich. Oh, ich dachte schon, wir müssen das auf den nächsten Tag verlegen, weil das Wetter halt so ein bisschen Pupu ist. Hey, gut. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Erwartete Reifenlebensdauer 18 Runden. Aktuelle Reifenlebensdauer 21. Okay. Gut, dann machen wir Beng Zeng. Holen wir ein bisschen vor. Zack. Ah, ja, gut. Wieder fliegende Runde.